Hallo, Abonnenten, Zuschauer, Freunde der Eisenbahn. Was gibt's Neues? Diesmal nichts Neues auf der H0E-Anlage. Obwohl, es gibt ja was. Zwei Rocco-Baureihe 35 sind hier. Einmal Esolog Sound 5, einmal Henning Sound. Tja, das einzige Problem, was die beiden lustigerweise haben, keine dampft. Trotz Taste Sound, Taste Licht, Taste F4, was in den Beschreibungen stand. Ja, Rauchgenerator oben rein. Und es passiert nichts. Ist ja nicht so, dass es bei der 18201, bei der 50, bei der 44, bei der 86 und 52 anders wäre. Rauchgenerator rein, Taste F4 oder Licht oder Sound und das Ding fängt an zu dampfen. Bei den zwei Rocco 35 tut sich leider nichts. Warum auch immer. Ich weiß noch nicht. So, Neues gibt es diesmal von der Gartenbahn oder auf der Gartenbahn. Und zwar aus dem Hause Pico. Ist natürlich keine Werbung. Alles selber gekauft und bezahlt. Ein Zementsilowagen, Artikelnummer 37796. Ein echt schickes Teil. In so dunkel gehalten diesmal. Es gibt ja schon 3-4 Versionen von dem Wagen. Aber so mit dem Dunklen sieht er richtig cool aus. Transportiert wird dieser Wagen, oder besser gesagt gleich zwei davon, erstmal mit der LGB 7K. Dort sind die beladen auf einem, besser gesagt auf zwei Rollwagen. Sieht natürlich echt cool aus, wenn die LGB 7K Schmalspurlok mit Rollwagen diese sogenannten Regelspurwagen dann bringt. Finde ich jedenfalls. Sieht man dann schön im Video. Dann fährt die Pico Baureihe 118 mit diesen Wagen natürlich dran. Insgesamt glaube ich 4 von der Sorte. Alles unterschiedliche bis auf die 2er. Tja, damit das Video nicht so langweilig wird, war ich dann gleich mal einen Tag danach auf der Fichtelbergbahn oben und habe da mal ein bisschen gefilmt. Da fuhr natürlich glücklicherweise auch eine 7K. Dass man mal einen Vergleich hat zu LGB 7K und der 7K, die in echt dort fährt. Schönerweise ist es ja die Lok, die da gefahren ist, die dann im Dezember als Modell von LGB aufgelegt wird, inklusive Cabrio-Wagen und 2-Personen-Wagen. Ein auch echt schickes Teil, finde ich. Kostet zwar richtig viel, aber naja, man spart schon mal darauf, falls es Deutschland da noch gibt. So, was hatte ich noch? Ach, eine echte Baureihe 118 fährt auch im Video mit. Zum Vergleich zur Pico 118, die als LG, also als Spur G-Modell dort mitfährt. Tja, das wär's dann eigentlich schon. Lange Rede, kurzer Sinn. Viel Spaß beim neuen Video.